Um Knotennetzverdichtungen zu definieren, wurden in der neuen Programmversion weitere Optionen für die Anordnung der FE-Längen hinzugefügt. So ist es nun möglich, eine radiale, eine schrittweise oder eine kombinierte Anordnung zu definieren. Grundsätzlich kann über die FE-Längenanordnung für kreisförmige Verdichtungen gesteuert werden, wie sich die Maschenweite des FE-Netzes von innen nach außen erweitert. Bei einer radialen FE-Längenanordnung erweitert sich der Verdichtungsbereich gleichmäßig von innen nach außen. Bei einer schrittweisen FE-Längenanordnung erfolgt die Verdichtung abschnittsweise in Bereichen mit gleicher Maschenweite und bei einer kombinierten FE-Längenanordnung ergibt sich der Verlauf durch eine Kombination aus radialer und schrittweiser Anpassung.